Master! You're like me, aren't you? As my grandmother gave me life, he gave you yours. They gave us death, and with it, true life. This is the world he wanted for us. Okay, Credits. Aber ich finde die Credits extremst cool gemacht. Ich habe schon gedacht, so ernsthaft, jetzt müssen wir... Marvin. Erfüllt am 16.04.24. Ha, ich hatte ja gehofft, dass ihr fragen würdet. Aber das finde ich geniale End-Credits. Ja, ich habe mir gedacht so, okay, jetzt bist du drüssig, kannst du irgendwas machen? Nein, du kannst nur unten und mal vielleicht so... Nackenschelle geben. Hilfsvasalle. Okay. Zeigen Sie jetzt immer so wieder die ich angeheuert habe, wie lang ungefähr, dass man noch mal so ein wenig durchgehen kann. Okay, das waren die haben mir geholfen. Ja, finde ich sehr gut. Ja, also die Story, wirklich so, die Levelphase, Erkundungsphase war top. Dann war es halt wie eine Ungereimtheit, wo dann plötzlich der Drache kam. Und jetzt gegen das Ende war es nochmals richtig, richtig geil. Und all das, was mir so gefehlt hat, hat's mitgebracht. Es hat mich zufrieden gestimmt, okay, so und so. Was mich verwundert hat, und deshalb kam ich ja dann überhaupt auf die Idee mit der Götterbannklinge, dass ich... das einmal vom Drachen bekommen habe. Also die vorherigen Credits waren echt aufwendig gemacht und ich hoffe, dass es in Dragon's Dogma 2 wieder solche Endcredits gibt. Die waren echt genial. Okay, dann heißt es, man spielt sozusagen dann weiter mit... Also eigentlich mit dem Hauptvasall. Also wenn man weiterspielen kann, das ist natürlich die größte Frage. Was natürlich jetzt auch aussteht, okay, gibt's andere Enden? Gibt's schon mal andere Enden mit Grigori, wenn man die opfert und
so ein Ende herbeiführt. Wie sieht das Ende aus, wenn man sich nicht für den Truchsess entscheidet, sondern ja, wieder zurückgeht und nicht alle abschlachtet und halt selbst den Tod isst? Wie sieht's aus, wenn ich nicht das mit dem Erbarmen gemacht habe, also mit dem erlösenden Schlag? Das ist dann natürlich auch wieder so eine Gedankenüberlegung, okay. Also, ich muss sagen, es hat wirklich wieder Spiel wert. Und ich würde auch noch einiges anders machen. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch deutliche Schwächen. Vor allem, wenn man drauf und dran ist, Sachen zu farmen, da hat es wirklich eine Willkür drin, die ich überhaupt nicht mag. Also das ist, wenn es für euch passt, super, für mich passt es, ja, tut mir leid, überhaupt nicht. Das mag ich überhaupt nicht, wenn es halt so eine Willkür hat, so, ach, der Greif kommt, ja, 2-3 Schläge und weg. Das ist einfach so. Ja, wahrscheinlich ist es bewusst darauf ausgelegt, dass man die ganzen Sachen ja halt levelt und dann sich immer wieder anpasst. Bin ich halt weniger der Fan davon. Jetzt schauen wir mal die Credits durch und wenn noch was kommt, dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Okay. Daten des abgeschlossenen Spiels wurden gesichert. Sie können diese nutzen, um ein neues Spiel zu beginnen. Die beim Durchspielen erhaltenen Gegenstände werden in das neue Spiel übernommen und sind dann im Lager verfügbar. Jetzt nimmt es mich... Was halt Wunder... Das möchte ich jetzt überprüfen, bevor ich jetzt groß motze und reklamiere. Hauptmenü. Wenn ich jetzt das Spiel lade, wo lädt es mir? Das nehme ich jetzt wirklich Wunder. Es wurden Speicherdaten eines bereits abgeschlossenen Spiels gefunden. Wollen Sie diese laden und ein neues Spiel beginnen? Okay, das heißt, wir würden jetzt ein neues Spiel beginnen. Ne? Dann nehmen wir das noch mit.
Ja. Mit diesem Charakter fortfahren, weil ich jetzt halt wirklich alles gleich gemacht habe, ist jetzt halt die Frage, ist das jetzt mein Vasall, der jetzt zum Erweckten wird? Wir schauen mal. Passend tut ja eigentlich alles für mich. Prophets have spoken, friends. The dragon's return is nigh. Join the honorable Duke's ranks and help us be rid of the fell beast. The day's come to lay down rod and reel and take up the sword. Okay, da wir das ja schon gemacht haben, dürften wir den jetzt im ersten Schwerthieb. Wird ein wenig dauern. Und der Vasall hat wahrscheinlich jetzt mit der Hexe Kinder und allem und das ist jetzt seine Geschichte. Now, Negrego,
Nestesta, Nesti, Mies Burate et Malaga. Take up arms, newly arisen. Jo, und so wird mein Vasall zum Erweckten. Genau, und das ist dann, mein Vasall war ja Erzmagier, ist ein wenig eingerostet, deshalb ist jetzt nur noch ein Magier. Hat halt schon über die Jahre, Jahrzehnte halt sehr gelitten, sehr getrauert um seinen einzigsten Herrn. You say it left a glowing scar? Yes, the wound has closed and it seems the worst has passed, but his heart lies silent. If you would flush me. You are sure of this? Ill magic, the work of some curse. The whole world's already gone mad for fear of this dragon. Won't no good come of this. I must go see to the others, Kina. Tell me if aught changes here. All right. ja. Was haben wir da? Und schon fange ich wieder an mit allem falsch machen, so. Gut. Du, Liebling, hast du nicht schon vergessen, dass wir das schon einmal gemacht haben? Oder ist das, wenn ich mich töte und er dann hat er noch so einen Schockmoment, erweckt er und dann kommt so eine Amnesie vor und eigentlich geht dann wieder das exakt von vorne ganz, ganz gleich. Könnte sein. You should be a bed. I wish you would not strain yourself so. Du solltest im Bett sein. Ich wünschte, du würdest dich nicht so verausgaben. I'm worried for you, Cuz. Ich mache mir deinetwegen Sorgen, Liebling. Ja, kann ich verstehen.
Khazardis. Ja, so hat's angefangen vor, ach wie, was dürfen das jetzt sein? 10, 11 Folgen zusätzlich, 140 hatte ich beim letzten Upload. Also sind wir so bei roundabout jetzt 151 Folgen so über den Daumen geschätzt. Ich weiß ja nicht, wie ich das exakt schneide. Habe ja in den letzten Sessions immer Hardcut 30 Minuten gemacht. Genau. Ja, gut. Ganz ehrlich, dann ist das halt mit dem DLC blöd gelaufen, weil ich... Ja, das kann ich dann halt immer schwer abschätzen. Okay. 10 Banditen. Ich nehme das einfach mal alles an. Genau, kann halt immer schwer abschätzen. Ja, kommt da noch was? Kommt da nichts? Ist es ganz beendet? Ja, jetzt ist es halt ganz beendet und wir haben auf Instagram jetzt nicht wirklich was gesehen. Ich würde jetzt mal vorläufig, das ist jetzt... Wir können ja mal kurz noch schauen. Ich entnehmen. Jetzt wäre natürlich genial, wenn ich sehen könnte. Magier. Erzmagier. Dann kann ich Ausrüstungswechseln. Ausrüsten. Kann man machen. Stimmt, das war ja die. Das wollte ich eher weniger. Einmal das und... Dann wäre... Was ist ein Purpurring? Perlring? Das machen wir so noch. Haben wir bei dem noch was? As you will. What can I do? Take care now. Genau. Dann sind wir hier schon mal ein Stückchen besser aufgestellt. Weil man fertig kann. Nein, das macht er ja nicht. Ja, dann würde ich sagen, der Vasall, der jetzt der neue Erweckte ist, hat da einiges zu tun. Wir haben einiges zu erleben. Aber das wird halt nicht im Let's Play passieren. Beziehungsweise, ich werde jetzt sehr lange Pause machen von Dragon's Dogma 1 Dark Arisen. Ich werde, wenn ich Zeit, Lust, Bock habe, aber das kann auch zwei, drei Jahre dauern, bis ich dann mal an dem Punkt wieder bin, wo ich sagen kann, okay, wir können Instagram machen, wir können Endgame machen, noch mehr und besser und noch andere Enden mitnehmen, aber gebt mir Zeit für andere Projekte. Ich würde gerne mal Spider-Man 1 und 2, also Spider-Man Miles Morales, der zweite Teil ist ja noch nicht für PC verfügbar, noch andere Projekte machen. Ist dann halt doch sehr schnell zu Ende gegangen und ist auch... Ja, blöd, wenn man nicht halt ab einem gewissen Zeitpunkt laden kann. Ich habe jetzt gelernt, wir machen es besser beim nächsten Mal. Jo,
Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nö, ich denke, wir haben jetzt alles soweit. Also Haupt-Main-Story haben wir gemacht. Im Dark Risen haben wir ein wenig reingeschnuppert. Aber bei weitem noch nicht alles gesehen. Dort sind wahrscheinlich einfach mehrheitlich dann auf starke Bosskämpfe ausgelegt, mit, ja, wo man sich ein wenig reinfuchsen muss, ein wenig gut durchdenken muss, wie das geht. Und mich würde es schon noch wundern, okay, wie sieht es mit anderen Enden aus, wie, was kann man machen. Aber eben, ich verspreche nichts. Und es kann wirklich ein paar Jahre dauern, bis da irgendwas aus dem Nichts dann wieder folgen für. Das wird dann alles in die gleiche Playlist dann reingedrückt. Da wird einfach plötzlich wieder Dragon's Dogma kommen und gut ist. Aber ja, ich glaube, wir haben einen sehr guten ersten Eindruck. Wir wissen jetzt ungefähr die Story der Erweckten und der Vasallen. Was das ungefähr dann wahrscheinlich auch heißt für den zweiten Teil. Also wir werden nicht nur Intrigen der einzelnen Länder zu durchkreuzen haben, sondern wir haben wahrscheinlich ein ähnliches oder gleiches Schicksal dann zu tun, wenn das eigentlich ansatzweise dann gleich kommt wie hier im ersten Teil. Gut, lange Rede, sehr lange Rede, kurzer Sinn. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Däumchen. Wenn nicht, einen lieben Kommentar, was ich besser machen kann. Und ja, ich finde es blöd mit dem Laden, weil ich hätte gern sonst am Friedens Endgame geladen und hätte dort weiter so ein wenig für mich gemacht und hätte dann irgendwann für Finstagram nochmals ein paar Folgen aufgenommen. Jetzt ist es so, das heißt, es wird umso länger dauern, bis ich mal wieder an dem Punkt bin. Aber ich denke, es hat Spaß gemacht. Und wir sind froh, wenn es dann auch andere Projekte wieder gibt bei uns, als eigentlich 4 Folgen Dragon's Dogma am Tag. 2 vom ersten Teil, 2 vom zweiten Tag. Vom zweiten Teil, nicht vom zweiten Tag. Ja, also, bevor ich noch weiter quatsche, habt eine schöne Zeit. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Marvin. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!